Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. In diesem Video zeige ich herzhafte Crepes mit zwei verschiedenen Füllungen. Ich finde, Fingerfood geht immer, oder? Was meint ihr? Ich persönlich liebe jede Art von Fingerfood an Ramadan. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das total praktisch. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Was ist für euch so das Must-Have an Ramadan? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich möchte mal sehen, ob es euch genauso geht wie mir oder ob ich jetzt alleine dastehe. Jedenfalls sind diese Crepes ein echter Hingucker und sind ideal im Buffet, als Partysnack oder auf dem Iftar-Tisch, wie gesagt. Sie sind leicht, werden schnell zubereitet und super lecker. Also, ihr müsst sie unbedingt ausprobieren und hier kommen jetzt für euch die Zutaten. Wir benötigen Möhren, die habe ich hier gerieben, ebenfalls wie die Zucchini, rote und gelbe Paprika, die habe ich hier fein gewürfelt, Zwiebeln, Frischkäse, Olivenöl, Salz und Pfeffer und milde Currypaste oder Currypulver. Oder wenn ihr überhaupt kein Curry-Fan seid, dann nehmt einfach stattdessen edelsüßes Paprikapulver. Zuallererst starte ich mit der Füllung. Dafür erhitze ich das Olivenöl in einer Pfanne und brate das Gemüse unter ständigem Rühren für ein paar Minuten an, bis das Volumen quasi etwas abnimmt. Anschließend wird mit Salz, Pfeffer und in meinem Fall jetzt Currypaste gewürzt und das lasse ich jetzt noch für weitere 5 Minuten dünsten. Dann den Herd einfach ausschalten, Pfanne vom Herd nehmen, zum Schluss noch den Frischkäse unterrühren und komplett abkühlen lassen. Während meine Füllung jetzt abkühlt, bereite ich den Teig für die Crepes vor. Dafür habe ich hier Mehl, Eier, Milch, Zucker, Salz und geschmolzene Butter. Zuerst gebe ich die flüssigen Zutaten sowie das Salz und den Zucker in einen Mixer und mixe alles so lange, bis die Zutaten sich verbunden haben. Zum Schluss gebe ich noch die flüssige Butter und das Mehl hinzu und mixe ein weiteres Mal alles zu einem klumpenfreien Teig. Dann den Teig in eine Schüssel geben, abdecken und etwa 20 Minuten ruhen lassen. Während der Teig jetzt ruht, zeige ich euch schon mal die Zutaten für die zweite Füllung. Wir benötigen Rucola, gegrillte und eingelegte Paprikaschoten, die aus dem Glas, Pastırma, dieser türkische Schinken und zum Bestreichen etwas Frischkäse. Für die Röllchen brauche ich große Crepes, deshalb backe ich einen kleinen Teil in einer großen Pfanne und den Rest einfach in eine kleine Pfanne. Ihr könnt es aber machen, so wie ihr gerade wollt. Und ja, wie man Crepes ausbackt, hat ja sicherlich mal jeder ausprobiert. Also dafür ist am besten eine beschichtete Pfanne geeignet. Diese nur anfangs mit etwas Öl bestreichen, dann eine kleine Kelle vom Teig hineingießen. Also müsst ihr mal selber schauen und nach Augenmaß gehen, damit die Crepes nicht zu dick werden. Und dabei die Pfanne etwas neigen und kreisen, damit sich der Teig schön verteilen kann. Und von beiden Seiten jeweils eine Minute goldbraun ausbacken. Sobald die Ränder sich von der Pfanne lösen und leicht braun werden, dann sofort wenden. Nach dem Backen auf einem Kuchengitter aufeinander stapeln und fortfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.
Für die Taschen brauche ich die kleinen Crepes, da gebe ich einen Esslöffel von der Gemüsefüllung in die Mitte, klappe die Seiten zu und rolle sie zu kleinen Taschen. Das ist ganz einfach und geht ganz schnell. Und die gebe ich dann auf ein Backblech, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe, ein bisschen Käse drauf geben und schiebe sie im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad, also ruhig auf höchster Stufe, auf der obersten Schiene und backe sie etwa 3 bis 5 Minuten. Ich möchte nur, dass der Käse schmilzt, mehr nicht. Und da müsst ihr ganz vorsichtig sein, denn sonst könnt ihr euch ganz schnell verbrennen. Also am besten direkt daneben stehen und im Auge behalten, denn es geht wirklich ganz schnell. Für die Röllchen verwende ich die große Crepes, weil ich sie nachher noch schneiden werde. Da bestreiche ich sie zunächst mit Frischkäse, verteile dann Rucola auf der gesamten Fläche und gebe anschließend die Paprikaschoten. Die habe ich hier, wie ihr sehen könnt, zwischen Küchencrepe gelegt, damit die Flüssigkeit einfach aufgesaugt wird. Sonst weichen die Crepes ein und werden matschig. Und an der Seite habe ich sie nur ein bisschen aufgeschnitten, damit die sich besser rollen lassen. Und ja, darauf gebe ich nochmal Pastirma. Und statt diesen Schinken könnt ihr aber auch andere Aufschnitte nehmen, wie Puten- oder Hähnchenbrustaufschnitt oder Salami. Also nehmt einfach halt das, was ihr am meisten mögt. Dann vorsichtig zusammenrollen und in kleine Häppchen schneiden. Damit sie mir aber nicht wieder auseinanderfallen, befestige ich sie noch mit einem Zahnstocher, entweder seitlich oder mit einer Olive und Tomate aufspießen. Et voilà, so sieht das Endergebnis aus. Sehr schön serviert und wenn das kein wahrer Hingucker ist, oder? Sind die nicht anziehend? Also wenn die nicht direkt zum Anbeißen verlocken, dann weiß ich auch nicht. Also wenn ihr diese herzhaften Crepes nachmachen wollt, dann findet ihr das Rezept auf meinem Blog. Den findet ihr in der Infobox verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Schickt mir auf Instagram eure Fotos mit dem Hashtag Atlasküche. Und ja, lasst es euch schmecken. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.